find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the... Einen wunderschönen guten Morgen. Moment, ich muss gerade mal im Rio hier neben mir eine kleine kuschelige Höhle machen. Kleine Maus möchte immer bei der Mama liegen. Jetzt nochmal einen wunderschönen guten Morgen und einen Happy Samstag. Wir starten heute mal den Vlog an einem Samstag. Warum nicht? Heute steht einiges an. Es ist ultra früh, deswegen flüstere ich auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben kurz vor 8. Heute steht einiges auf dem Plan. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Book-Content, also so ein bisschen, so 50-50 ungefähr. Meine Schwester und ich, wir fahren nämlich heute wieder in die Stadt und da ist ein Thalia und da wollte ich mal wieder ein bisschen bummeln und deswegen dachte ich, ich nehme euch mit. Nee, ich hätte euch sowieso mitgenommen, auch wenn wir jetzt nicht Book-Shopping gefahren wären, aber da tue ich ein bisschen mit Filmen, warum nicht? Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich mir dieses Mal gerne beim Thalia angucken würde. Erzähle ich euch auch gleich. Ich hole mir jetzt erstmal ein kühles Getränk, wahrscheinlich ein Red Bull. Und dann werde ich mir erstmal ein bisschen erzählen, oder? Weil im letzten Vlog habe ich leider nicht alles gepackt. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe diesen Vlog geschnitten, Leute. Und wir haben es wirklich hingekriegt. Oder vielmehr ich. Eine Stunde habe ich gelabert. Eine Stunde. Eine Stunde und 5 Minuten ist der letzte Vlog. Ich kann euch wirklich nicht sagen, woran das jetzt gelegen hat. Mir kam der gar nicht so lang vor, als ich ihn geguckt habe. Aber gut, ich hole mir jetzt mal was zum Sippen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Und ja, ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Und ich hole mir jetzt mal ein kühles Getränk. Ach, so, ich bin wieder da. Moment. Ist natürlich die Sorte Juneberry. Richtig lecker. Der Plan für heute, beziehungsweise für den Vlog, ist auf jeden Fall, wir gehen zusammen Bookshopping, nachdem ich jetzt hier erzählt habe. Dann nehme ich euch mit. Dann zeige ich euch natürlich auch, was ich mir geholt habe. Da reden wir gleich drüber, was ich so ein bisschen, ja, was ich mir so ein bisschen angucken will an Büchern und was ich mir so rausgesucht habe im Internet, aber ich möchte erstmal so ein bisschen drin rumblättern. Ne? So ein bisschen im Tal ja bummeln ist halt mal wieder was anderes. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann möchte ich euch noch sagen, was ich gerade am Lesen bin. So ein kleines, kleinen Recap eigentlich, kann man sagen. Was ich so gelesen habe die letzte Zeit. Leute, wird wieder ein Riesenvlog, ne? Warum nicht? Aber jetzt zuallererst, was ich das letzte Mal nicht geschafft habe, sind die Tattoo und die Urlaubspläne. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Urlaubsplänen an, weil ich kann es gar nicht abwarten. Ich kann es einfach nicht believen, ja. Also, ich muss also ein ganz klein bisschen ausholen, weil es hat auch schon so ein bisschen was mit euch zu tun, weil ich nehme euch natürlich mit. Und für mich ist es auch das erste Mal, dass ich in dieses Land fliege. Und für mich ist es auch das erste Mal, dass ich da alleine hinfliege. Ich erkläre euch jetzt, wie das so vonstatten geht, wie ich mir das so vorgestellt habe. Das Hotel ist auch schon gebucht, den Flug habe ich noch nicht gebucht, weil ich noch ein bisschen warten will, weil ich so das Gefühl habe, da ich ja eh alleine fliege, kann man vielleicht ein bisschen Schnapper machen. Ne? Muss man mal gucken, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, meine Schwester hat vor ein paar Wochen, oder beziehungsweise die Idee war schon vor ein paar Monaten, sie möchte eine Sprachreise machen. Und das ist praktisch so 14 Tage hast du dann Unterricht in dem Land, wo du dann die Sprache auch selbst lernst. Richtig geil. Zwar meine Schwester fliegt nach England und macht dort ihren Sprachkurs. Und ihr denkt euch jetzt so, hä, ja, aber du hast doch gesagt, du fliegst alleine. Ja, ich fliege auch alleine. Also für mich ist es eine Premiere, alleine zu fliegen, weil meine Schwester fliegt praktisch, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Es ist ein Sonntag im März und dann fliegt sie nach London und da bleibt sie dann 2 Wochen. Und ich dachte mir so, nee, ich setze mich jetzt nicht da 2 Wochen mit dazu. Ist ja Quatsch, ne? Die hat von morgens um 8 bis um 12, von Montag bis Freitag Schule. Also ist auch nicht lange, ne? Das sind 4 Stunden und dann ist die auch wieder, dann kann die machen, was sie will. Und dann hat sie mich halt gefragt, weil ich immer zu ihr gesagt habe, wenn wir nach London fliegen, fliegen wir zusammen, ne? Das erste Mal. Und hat die einfach die Sprachreise gebucht. Und dann dachte ich mir so, du, das lasse ich mir halt auch nicht nehmen, dass ich da dann hinterher fliege. Ne? Also das kann es ja wohl nicht sein. Und sie ist praktisch sonntags da. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich fliege dann praktisch Donnerstag, fliege ich danach in ein anderes Hotel. Also ich habe auch ein Hotelzimmer alleine.
Das kam jetzt so in der Art auch noch nicht vor. Also klar hatte ich schon mal Hotelzimmer alleine, aber irgendwie nicht im Ausland so, wisst ihr, wie ich meine? Das wird total neu. Das ist so ein bisschen Travel Alone und wir treffen uns dann dort, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist dann nicht so, wir fliegen gemeinsam in Urlaub, sondern jeder macht so sein eigenes Ding und wenn der andere dann Zeit hat, dann trifft man sich. Ich bin ganz ehrlich, ich bin excited. Also ich habe das selbst auch noch nie gemacht und ich finde so, man kann das ruhig mal machen im Leben, oder? Warum nicht? Und ich meine, ganz alleine ist man ja nicht. Gut, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt ist man alleine, aber das werden wir schon hinkriegen. Und ja, Hotelzimmer habe ich mir schon gebucht. Ich habe auch extra geguckt, dass es in der Nähe ist von meiner Schwester. Also ich glaube, es sind 8 Minuten oder so zu Fuß von ihr weg. Das ist so dieser District von der University in London. Also das soll eine gute Gegend sein. Und ich habe dann geguckt. Sie hat praktisch ihren Standpunkt, wo sie wohnt. Und ich bin so 8 Minuten entfernt. Und genau in der Mitte ist einfach ein Taco Bell. Also wenn das nicht Stormy schreit, dann weiß ich auch nicht. Ja, also das wollte ich euch auf jeden Fall als allererstes mal erzählen, weil das ist das Erste, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Das ist jetzt schon im März. Wir haben jetzt Februar. Das ist eigentlich gar nicht mehr lange. Ich muss mal gucken, ob mein Reisepass auch nicht abgelaufen ist. Wie gesagt, den Flug muss ich noch buchen. Dann nehme ich euch bei allem mit, beziehungsweise sag euch Bescheid, wie es so läuft, wenn ich Koffer packe, was ich ins Handgepäck mitnehme. Und nein, ich fliege nicht mit Ryanair, weil ich kann das nicht verkraften, dass ich nur ein Handgepäck habe. Wenn überhaupt, das geht gar nicht. Ich brauche einen Koffer, ne? Ich brauche das einfach. Ich kann das nicht mit Handgepäck nur. Und dann habe ich halt so mal geguckt, was es kostet, wenn man Handgepäck dazu macht. Leute, da kann ich auch mit Lufthansa fliegen. Also wollt ihr mich verarschen? Und ich bin ja sowieso so ein Lufthansa-Kind, ne? Ich bin eigentlich so, nee, also wenn es Lufthansa nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Obwohl bestimmt auch andere Fluggesellschaften amazing sind, aber ich bin halt so, ich vertraue auf die, ne? Ich lege denen mein Leben in die Hand. Nee, auf jeden Fall, das ist Fakt. Also ich fliege praktisch von Donnerstagmorgen, genau, weil ich habe ab Donnerstag ein Hotel bis Sonntag. Und fliegt dann Sonntag wieder nach Hause. Und wie gesagt, Hotelzimmer habe ich, sieht mega schön aus. Ja, alleine, ne? Krass. Ich habe es einfach gebucht. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, den Flug noch. Dann brauchen wir den Transfer, weil ich werde dort kein Auto fahren. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich sehe das so ein bisschen so wie in New York. Da braucht man auch kein Auto. Da kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Außerdem haben die Linksverkehr. Ja gut, ist nicht so, dass ich es mir nicht zutrauen würde, aber nee, ich lasse mich lieber fahren in so Sachen. Genau, deswegen brauche ich noch einen Flughafentransfer und da muss ein bisschen geplant werden. Ne? Ich weiß noch gar nicht, was wir so machen. Ich will auf jeden Fall in Bookstores in England. Ich freue mich schon richtig, so ein bisschen Bookshopping in England, Leute. Hoffentlich regnet es. Ich kann nicht mehr. Wir wollen natürlich ein bisschen Sightseeing, ne? Ist klar. Aber wir sind halt auch am Überlegen, ob wir vielleicht einen Tag in die Studios gehen von Harry Potter. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie es von der Zeit her passt, weil wir wollen auch ein bisschen Thrift-Shopping machen. Und ey, das wird so ein richtiges Diary, ne? Das wird so ein richtiges Stormy Travels Alone Diary, Alter. Weil es ist ja eigentlich wirklich so, ich travel alleine und ich treffe sie dann für ein paar Stunden am Tag und dann trennen wir uns wieder, weil wir schlafen ja auch getrennt, Leute. Da gibt es so viele Vlogs dann. Vielleicht mache ich auch jeden Tag einen Vlog. Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Wir werden sehen, wie es läuft. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich euch schon mal erzählen kann, weil das ist was, das ist Fakt. Da ist das Hotel auch schon gebucht und da bin ich richtig excited. Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr dazwischen kommt, sonst kotze ich echt. Dann kotze ich wirklich, weil das kann ja immer sein, ne? Deswegen mag ich eigentlich auch so Sachen nicht, dass ich sowas vorher schon erzähle, wenn es nicht Fakt ist. Aber ich habe das Hotel gebucht, deswegen ist es eigentlich Fakt. Könnte natürlich jetzt nur sein, dass irgendjemand auf der Arbeit ausfällt. Nee, daran wollen wir gar nicht denken. Glück findet uns. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Plan für dieses Jahr für Urlaub. Und ansonsten habe ich mir wie immer, jedes Jahr mache ich eigentlich immer dasselbe. Im Herbst und im Winter nehme ich mir meinen meisten Jahresurlaub. Was soll ich mir im Sommer Urlaub nehmen? Jetzt seid mal ehrlich. Ich habe eine Klima auf der Arbeit. Du, dann mache ich meine Klimazone an, 19 Grad. Feierabend. Nee, deswegen Herbst, Winter haben wir dann auch Pläne, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, inwiefern das alles klappt mit meiner Schwester, ihren Semesterferien, mit meinem Urlaub. Ich will da auch noch nicht so tief ins Detail gehen oder zu tief in den Plan rein, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich mag das nicht, wenn was nicht feststeht
und man das dann erzählt und dann es nichts wird, dann ist es für einen noch mehr eine Enttäuschung. Wisst ihr, wie ich meine, wenn irgendwas dazwischen kommt oder irgendwas nicht klappt? Und ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ihr wisst, dass es dieses Jahr wieder nach Amerika geht oder gehen soll. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich auch schon ein paar Mal auf Twitch erzählt und habe ich auch auf Instagram schon ein paar Mal angedeutet, dass es dieses Jahr wieder in die USA geht. Unser Plan ist es ja, wieder an die Westküste zu fliegen. Aber, wie gesagt, das sind jetzt erstmal Pläne. Deswegen habe ich auch gesagt, Urlaubspläne, die jetzt in Vorbereitung sind. Und der eine, der ist aber eigentlich schon Fakt. Weil da ist halt schon gebucht, ne. Und Leute, da gibt's Vlogs. Ich freue mich riesig drauf, ne? Ich freue mich wirklich riesig drauf. Leute, wisst ihr, wie fancy das ist, wenn man alleine reist? Also ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir fancy vor. Vielleicht ist es auch der pure Stress und eine absolute Katastrophe. Aber ich mache das, Mensch. Ich bin eine Powerfrau. Das ist so richtig Tumblr. Da mit dem Kopfhörer sitzt man schon am Flughafen, ein bisschen Musik. Muss nicht die Kopfhörer rausmachen, weil du bist ja eh Alleinreisender. Ne? So richtig mysteriös auch. Man wirkt doch da auch mysteriös. Was macht die jetzt am Flughafen alleine, ne? Wo fliegt die hin? Okay, Leute. Ich lebe wieder in meinem Film. Lasst mich gehen. Das auf jeden Fall mal dazu. Also, das ist das, was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe euch sogar kleine Sequenzen aufgenommen von dem, was ich euch jetzt erzähle, weil ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht erzählt. Ich habe das nur auf Instagram mitgeteilt und ich glaube auf Twitch mal angeschnitten. Und zwar geht es darum, dass wir seit letztes Jahr im Winter, näher Spätherbst, Leute, wir haben einen Camper, ich kann den euch gerne mal hier einblenden. Das sind natürlich dann auch so Sachen, da kann ich euch noch nicht sagen, ob es vielleicht da dann auch mal ein paar Travel-Vlogs gibt, ne? Vor allem so Sachen mit dem Camper, das macht man dann natürlich eher spontan, weil das macht man dann mal an einem Wochenende oder an einem verlängerten Wochenende oder so. Ja, ich habe euch aber, glaube ich, Sequenzen gefilmt gehabt, als er angekommen ist, also als er aus dem Werk kam, habe ich euch ja, einen kleinen Overview über unseren Camper gegeben. Und wenn ich die Sachen noch habe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich extra für YouTube was aufgenommen habe, dann zeige ich euch das mal im nächsten Clip. Dann füge ich euch das einfach mal hier ein. Weil ich habe das halt extra für euch geschnitten, ne? Und habe halt dadurch, dass ich keine Vlogs gedreht habe, konnte ich es euch nicht erzählen. Ja, wir haben Camper, ne? Das habe ich ganz vergessen zu erzählen, Mensch. Wie kann man sowas vergessen? Also meine Eltern haben einen, ne? Aber die haben halt gesagt, dass meine Schwester und wir den halt komplett auch nutzen können. Also mein Papa hat extra geguckt, dass wir den auch fahren dürfen. Und deswegen sage ich die ganze Zeit unser Camper, ne? Ja, aber wie gesagt, ich füge euch den jetzt mal hier ein und dann könnt ihr euch mal mein Video angucken, was ich extra für euch gemacht habe. Eine kleine Camper-Room-Tour. So Leute, dann lasst uns mal anfangen. Also, man kommt hier rein. Hier ist so eine Stufe, wo man ein Trittchen hat. So, also wenn ihr reinkommt, seht ihr auf jeden Fall erstmal hier die Sitzbank. Oh, die ist so cute. Ich kann nicht mehr. Also wir haben an allen Fenstern diese Rollos mit dem Fliegengitter dran und dann noch komplett zum Abdunkeln, damit man hier auch schön in Ruhe schlafen kann. Mensch, ich finde das so schön, ne? Das ist so wichtig einfach. Genau. Dann haben wir hier noch die süßen Vorhänge. Die waren auch schon mit dran. Ja, also wir gehen erstmal rein. Wir sind auf der rechten Seite. Haben wir hier einmal eine Sitzbank. Dann haben wir hier, hier können theoretisch auch zwei drauf sitzen. Den Tisch, den kann man komplett verstellen. Und dann natürlich die zwei Main-Stühle vorne. Hier oben sind dann die Hochregale. Wir haben auf jeden Fall überall so Schränke. Die sind halt mit so einer Klickfunktion, ne? Ist klar, damit das bei der Fahrt nicht aufgeht. Ah, Leute, ich lieb's, ne? Und hier vorne ist dann praktisch der Fahrerraum. Mensch, die Sitze, ich kann nicht mehr. Die sind so schön, wirklich. Und die sind so bequem. Einmal Beifahrersitz und man hat übelst viel Beinfreiheit. Also hier können die Hundis rumlaufen, wie sie wollen. Genau, wenn wir uns dann umdrehen, haben wir hier auch nochmal ja, so ein Hochschrank, sage ich jetzt mal. Und das Coole ist wirklich, das sieht man so gar nicht, man kann einfach dieses Bett hier runterfahren.
Dazu muss man einfach hier oben drauf drücken. Und dann fährt das Bett praktisch komplett runter bis auf die Höhe. Ich meine, man sieht es ja hier. Und dann hat man praktisch nochmal so ein Stockbett. Ne? Also man könnte praktisch hier oben schlafen und dann hier unten nochmal. Also so als Hochbett. Finde ich richtig cool gemacht und auch saubequem. Dann drehe ich mich einmal rum. Mensch, Leute, ich bin so aufgeregt. Dann haben wir hier einmal das Badezimmer mit der Toilette und auch wieder einem kleinen Fenster drin. Hier ist ein Spiegel, hier bin ich. Hey, guys. Und hier haben wir dann einmal die Dusche. Ich zeige die euch gerade mal von innen. Ich finde, das sieht mega schön aus, wirklich. Und ich finde, es ist auch genug Platz. Also man kann auf jeden Fall schön komfortabel duschen. Dann haben wir hier noch unten ein Schränkchen. Wie gesagt, die Toilette, ein Waschbecken. Den Spiegelschrank kann man natürlich auch aufmachen. Hier hat man auch dann nochmal ein paar Verstaumöglichkeiten. Leute, ich bin so aufgeregt, ne? Kann nicht mehr. Ja, machen wir mal wieder zu hier. Dann haben wir hier noch eine Garderobe. Ich muss sagen, die finde ich ein bisschen überflüssig, ne? Also die ist jetzt Quatsch, ne? Wenn du da eine dicke Jacke hinhängst, ist Schwachsinn. Dann kriegst du die Tür nicht mehr auf. Dann haben wir hier oben noch eine kleine Luke. Richtig cool. In die Luke kommt auf jeden Fall im Sommer die Klimaanlage rein. Und die kann man halt wieder rausbauen, ne? Da ist genauso wie bei allem das Fliegengitter und auch dieses Verdunklungsteil da. Dann sind wir auf der linken Seite. Da haben wir die kleine Küchenzeile. Ich liebe auch das Fenster nach draußen, ne? Oh, ich finde das so schön. Da haben wir auch wieder. Also an allen Fenstern sind einmal Verdunklungsjalousien und dann nochmal, wie gesagt, das Fliegengitter. Hier oben haben wir auch noch einen riesen Hochschrank. Der ist wirklich riesengroß. Da sind richtig schöne Fächer drin. Und da kann man auch sehr schön einsortieren. Mensch, ich freue mich, das erste Mal hier zu kochen. Dann haben wir hier einmal die Spüle. Mache ich euch mal auf. Die kann man praktisch so öffnen. Und dann hat man hier praktisch den Wasserhahn, den man hochstecken kann. Richtig cool. Und wenn man sie nicht braucht, hat man es praktisch so als Fläche um Schnibbeln oder sowas. Und dann haben wir hier einmal die Kochplatten. Wir kochen natürlich mit Gas. Ach, ich lieb's mit Gas zu kochen, ne? Wirklich nur mal so jetzt. Und da haben wir halt, wie gesagt, drei Kochfelder. Unten ist eine Gasflasche drin. Leute, nach diesen technischen Sachen braucht ihr mich echt gar nicht zu fragen. Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Das hat alles irgendwie, mein Dad kann das alles. Wenn es soweit ist, dann kriege ich das alles erklärt. Alles, was ich wissen muss. Und ansonsten brauche ich nicht viel. Dann haben wir hier einmal noch eine Schublade für Besteck und den ganzen Kleinkram, wie gesagt, alle mit dem Hebel hier. Und dann hier unten noch einmal eine große. Dann haben wir noch einmal den Kühlschrank. Den lasse ich zu, weil der ist hier so eingehakt, weil der momentan aus ist. Natürlich haben wir unter den Sitzen, habe ich ganz vergessen, auch noch Stauraum. Ne? Wir haben hier so Matten hingelegt, weil wir haben momentan Winter und wir wollen ihn jetzt nicht dreckig machen. Ja, und dann kommen wir zu meinem Lieblingsraum, Leute. Was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Mein Lieblingsraum ist natürlich das Schlafzimmer. Ich lieb's, ne? Also, ich muss euch das kurz erklären. Hier liegen noch die Abdeckplanen, deswegen beachtet das nicht. Das sind praktisch 2x90 cm Matratzen und hier in der Mitte ist eigentlich auch eine. Also, es sind eigentlich 3x90 cm. Hier können wirklich, also in my opinion, eigentlich sogar 4 Leute schlafen, wenn man sich schön aneinander kuschelt. Aber für 2 ist auf jeden Fall extrem viel Platz und für 3 wäre auch noch wirklich überwiegend genug Platz. Wir haben einmal zur rechten und zur linken Seite ein Fenster. Und Leute, ich sag euch mal was ich am geilsten finde. Diese Luke hier. Ey, stellt euch mal vor, man ist einfach irgendwo, ja, und kann in die Sterne gucken. Ich kann nicht mehr. Also dieses Brett, was hier liegt, das kommt praktisch hier drüber und dann kommt die Matratze noch da dazu, ne? Das ist so praktisch wie so eine Verlängerung, dass man da schön schlafen kann. Genau, hier unten sind auch ganz viele Stauraummöglichkeiten. Kann ich euch ja mal zeigen. Hier hat man richtig, richtig viel Platz. Ist auch sehr wichtig. Hier haben wir auch noch schöne Fächer und das ist halt auf der anderen Seite hier genauso. Genau. Und das hier ist praktisch unser Lagerraum. Also das ist praktisch die Hinterseite vom Camper und das ist praktisch so die Garage, nennt man das. Also da tut man halt seinen ganzen Stuff rein, den man jetzt während der Fahrt nicht unbedingt braucht. Ich kann euch ja hier mal reinfilmen, ist wahrscheinlich ziemlich dunkel. Den kann man von beiden Seiten aufmachen, von außen auch. Und man könnte theoretisch auch von hier dran. Also finde ich richtig cool. Dann haben wir hier natürlich auch noch die
Hochfächer bzw. die Hochschränke jeweils zweimal auch richtig viel Platz. Ganz wichtig, die Leselampen. Ich kann nicht mehr. Hier sind auch überall vereinzelt für USB Steckdosen. Wir haben auch richtige Steckdosen. Ich weiß aber nur gerade nicht wo. Also da müsste ich jetzt nachgucken. Wie gesagt, die kann man auch komplett abdunkeln. Man kann die öffnen. Und dann ein kleines Highlight. Wir haben einen Fernseher hier drin. Oben auf dem Dach ist die Antenne. Das heißt, man könnte auch ganz gechillt Fernseh gucken. Für mich wird es wahrscheinlich rausfallen, dass ich normales Fernseh gucke. Ich bin eher so jemand, ich gucke da Netflix, ich nehme da meinen Fire TV Stick mit. Aber ist cool. Jetzt seht ihr es auch nochmal von hier hinten. So sieht das aus. Also er ist einfach amazing. Was soll ich euch sagen, ne? Also das ist, glaube ich, meine Lieblingshöhle hier. Leute, ich glaube wirklich, ich stelle mir das so cozy vor, ne? Das wird so schön aussehen, wenn da alles mal bezogen ist und dann die Decken drauf und dann schön kuschelig. Ich liebe es. So eine richtige Höhle. Und was wir auch wichtig fanden, ist, dass hier halt einfach eine Tür ist, ne? Dass man zumachen kann. Ja, aber Leute, ich lieb's, ne? Ich bin so hyped. Hier oben sind natürlich auch noch Fächer, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die gehen auch so auf wie die anderen auch, einfach mit dieser Klickfunktion. Also man hat wirklich richtig, richtig viel Stauraum. Ich bin mega happy und ich freue mich schon, euch mitzunehmen, wenn wir den ersten Trip machen. Ich kann's nicht belieben. Ich muss mich nochmal kurz zeigen, ne? Ist ein bisschen persönlicher hier oben. Ich filme es übrigens mit der Handykamera. Ich freue mich schon mega, wenn wir den ersten Trip machen. Ich kann es nicht glauben. Ich freue mich so ultra. Ich bin so excited. Und ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ne? Nehme ich euch natürlich mit. Was soll ich sagen? Ja, ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid. Ich finde den mega schön. Ich finde den mega schön. Alle Leute, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe den schon innerlich bildlich so eingerichtet. Ne? Mein Papa hat so gesagt, nein, du stoppst den nicht voll. Du kannst nicht so reisen, wie wenn du da Koffer dabei hast. Oder wenn wir immer nach Holland gefahren sind, Leute, was ich einen Arsch voll Gepäck immer hatte. Ne? Und dann auch diese Luke, wo du dann rausgucken kannst, wenn du schläfst. Und die Sterne beobachten kannst oben an der Decke. Ey, ich brech ab. Ja, also da sind auch Sachen im Gespräch. Aber wie gesagt, Leute, das sind Dinge, die stehen noch nicht fest. Und dann möchte ich darüber die nicht so breit treten. Ne? Weil dann ist die Enttäuschung nicht nur jetzt für euch in dem Fall gering, aber für mich halt dann mega groß, weil man sich auf was freut, was dann im Endeffekt nicht passiert. London wollte ich euch erzählen. London ist Fakt. Und das wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Und ich freue mich schon sehr drauf. Dann, was ich auch noch erzählen wollte, Leute, sind meine Tattoo-Pläne. Wisst ihr eigentlich, wie viel ich noch vorhab? Ich bin gerade am Überlegen, ich will euch ja eigentlich Fotos einblenden, ne? Und ich muss mal gucken. Also das eine kann ich euch so ein bisschen beschreiben. Ich blende euch das mal hier ein. Das soll nicht genau dasselbe werden. Meine Tätowiererin ist halt auch eine Goddess, ne? Die macht aus allem, was ich ihr zeige, macht die genau das, was ich will. Ich weiß auch nicht, wie die das macht, aber das ist crazy. Ich blende euch hier mal eins der Tattoos ein, die ich mir gerne machen wollen würde. Und zwar hat die mit Scream zu tun. Ich würde mir gerne ein schönes Scream-Tattoo stechen lassen. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich mir dieses Messer, das kann ich euch ja auch mal hier oder hier wieder einblenden, stechen lassen soll. Finde ich auch sehr geil. Finde ich sehr geil. Also mit allen bekannten Horrorcharakteren gibt es das ja. Aber ich dachte mir so, nee, ich will irgendwas anderes. Vielleicht lasse ich mir dann noch irgendwas einstechen, aber mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Dann halt noch so Kleinigkeiten. Dann blende ich euch auch mal hier eins ein. Das ist schwierig, weil das ist ein Schriftzug. Ich sage deswegen, dass es schwierig ist, es neu zu gestalten, weil es einfach ein Schriftzug ist in einer spezifischen Schriftart. Ich kann euch, also ihr seht jetzt nur den Schriftzug und ich würde das gerne praktisch an meine, also über meine Ferse machen. Also praktisch hier hinten hin. Wisst ihr, wie ich meine? Also da steht dann, they come, they go, weil dann sieht man es nämlich von hinten und die Leute, die behind me sind, die sollen das lesen, so gefühlt, so im übertragenen Sinn. They come, they go. Finde ich ein mega Spruch, weil man soll sich irgendwie von der Persönlichkeit oder von einem selbst nicht so ändern müssen für andere,
nur weil es ihnen lieber ist. Also dieser Spruch ist für mich so eine richtige Message irgendwie. Weil sie kommen und gehen, wisst ihr, wie ich meine? Egal, ob es jetzt ihnen recht macht oder nicht. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wenn sie dich nicht so lieben, wie du bist, dass sie gehen müssen. Und dann musst du sie gehen lassen, wisst ihr? Also ich finde das mega. Ich finde das mega cool. Hey Leute, dann bin ich ehrlich, ne? Es ist halt auch mal Zeit für ein Harry Potter Tattoo. Ich bin da schon so lange am Überlegen, wirklich. Also die Tattoos, die ich eigentlich am meisten will oder am meisten vorhab zu machen, die brauchen am längsten. Das ist richtig komisch. Das ist genauso wie mit dem Rio, mit dem Tattoo. Ich wusste schon so lange, dass ich ein Tattoo vom Rio will. Ne? Das Problem war aber, bei mir ist das so, es gibt Tattoos, die sehe ich und die finde ich geil und dann sage ich, ja, brauche ich. Ne? Aber bei so Tattoos, die mir richtig was bedeuten, also die mir wichtig sind, also die bedeuten mir alle was, ist schwierig zu erklären. Die Tattoos, die mir von der Priorität eigentlich wichtiger sind als andere, für die brauche ich länger. Das war beim Rio-Tattoo genauso. Ich wusste schon so lange Zeit vorher, dass ich ein Tattoo vom Rio haben will und habe trotzdem so lange dafür gebraucht, weil ich mir so sicher sein wollte, was ich genau mache, weil ich unbedingt wollte, dass es perfekt ist für mich. Ne? Perfekt ist relativ, ihr wisst, was ich meine, dass es für mich einfach perfekt ist. Und deswegen hat das so lange gedauert, weil mein Rio-Tattoo habe ich auch, das war jetzt eins der letzten, die ich mir gestochen habe. Das hat auch mega lange gedauert. Rio ist mittlerweile 5. Und ich wollte das schon gefühlt, seitdem er 2 Jahre alt ist. Ne? Also deswegen, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, es hat einfach 3 Jahre gedauert, bis ich dann umgesetzt habe, weil ich einfach wollte, dass es das perfekte Tattoo bei der perfekten Tätowiererin, in dem Fall Tätowiererin bei mir, ist. Und genauso ist es auch irgendwie, weil ich habe so jetzt die Sachen alle abgearbeitet. Und genauso ist es bei mir mit Harry Potter. Mich fragen richtige viele, du hast so viele Tattoos und du hast keins von Harry Potter. Und das Ding ist, das stimmt, aber das heißt nicht, dass ich keins will. Sondern bei mir ist es dann so, mir ist es so wichtig, dass das so gut ist und genau so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dafür brauche ich einfach länger. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn ergibt oder ob ihr das versteht. Aber es gibt halt so Tattoos, wie jetzt meine Fingertattoos, ne? Die kennt ihr ja auch. Das ist mir eingefallen und dann dachte ich, so will ich. Da musste ich nicht lange überlegen, ne? Oder wie jetzt zum Beispiel hier mit Dracarys. Ich habe einfach die Serie, ich liebe die, ne? Das ist einer meiner Lieblingsserien und ich wusste, ich will so ein Tattoo, wo die Drachen um mein Handgelenk gehen und wo hier der Schriftzug Dracarys ist. Ich habe dafür vielleicht in der Aufmachung, um ihr zu erklären, was ich will, 1 Stunde gebraucht, also in meinem Mindset 1 Stunde gebraucht, um zu visualisieren, was ich will. Und beim Rio-Tattoo zum Beispiel, da hat das ewig gedauert, obwohl es ja eigentlich nur ein Porträt von ihm ist. Genauso ist es auch bei Harry Potter. Ich weiß eigentlich, also ich kann euch mal so ein paar Inspo-Bilder hier hinmachen oder hier nacheinander, was sich so in meinem Kopf abspielt, was ich sehe, was ich mag, aber was ich irgendwie dann doch nicht zu 100% genau so mag, dass ich sage, so soll es aussehen. Das ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich bin so schon auf die Schiene, dass ich das Schloss will. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr auch auf dem Plan. Ich wüsste auch gar nicht, wohin ich es machen wollen würde. Weil ich muss sagen, meine Beine, also mein linkes Bein, ich muss mal eine Tattoo-Tour machen, ne? Ich müsste es eigentlich mal wirklich machen, damit ich euch mal zeige, von was ich hier eigentlich rede. Also mein rechtes Bein ist ja oberschenkelmäßig komplett zuplakatiert. Da wisst ihr ja, habe ich ja ein Cover-up. Das ist ja komplett, also mein ganzes Bein hier oben, mein ganzer Oberschenkel ist ja komplett voll. Da kommt auch nichts mehr drauf, da passt auch nichts mehr drauf. Ich möchte aber ans Knie, aber da muss ich aber mental und körperlich sehr stabil sein, bevor ich mich wieder tätowieren lasse am Knie. Weil Leute, das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Knie-Tattoos oder in der Nähe vom Knie sind wirklich ein Albtraum. Man könnte eigentlich wirklich sagen, wenn ich jetzt so überlege, das ist für mich, also ist bei jedem anders, die schmerzhafteste Stelle. Das ist für mich die schmerzhafteste Stelle gewesen. Das Knie. Wirklich. Alter, habe ich so einiges. Ich kann ja, währenddem ich jetzt noch weiter erzähle, kann ich euch mal so ein paar Inspo-Bilder, in welche Richtung meine Tattoos gehen, was ich mir so vorstelle, was so geplant ist. Wie gesagt, auf jeden Fall Harry Potter muss. Also das ist für mich so ein Ding, das will ich schon seit wirklich Jahrzehnten, seitdem ich über Tattoos nachdenke. Dann auf jeden Fall was mit Scream,
weil ich Ghostface einfach auch total lieb. Und dann, Leute, weil viele sich wahrscheinlich denken oder viele vielleicht auch gar keine Tattoos haben. Ich habe gerade das letzte mit meiner Schwester drüber geredet. Da sind wir irgendwo hingefahren. Dann habe ich mit ihr auch das Thema gehabt über Tattoos. Und dann habe ich mal so überlegt, was ich mit 18, 19 für Tattoos haben wollte, ne? Und klar waren es damals keine Feinlein-Tattoos, sondern es waren halt normale, gestochene, ne? Dicker halt. Und ich wollte mir damals mit, ich glaube, ich war 19 oder so, habe ich nicht gemacht, ein Tattoo stechen lassen von Twilight. Leute, fragt mich nicht, welches Motiv es war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, ich wollte eins. Ich habe auch kein Foto gefunden, was ich mir irgendwie gespeichert hatte oder sowas. Ich wollte auf jeden Fall eins. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, ey, Kim, ganz ehrlich, heutzutage, wenn ich wüsste, ich hätte ein Twilight-Tattoo, ich würde das immer noch fühlen. Das ist kein Witz, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben hat sich von meinen Interessen her nicht mehr viel verändert. Und das ist auch das Ding, weswegen ich jetzt sagen muss, jedes Tattoo an mir, es gibt kein einziges, das ich bereue. Wirklich, bis zum heutigen Tag nicht. Es gibt natürlich Tattoos, die schöner und nicht so schön gestochen sind. Das liegt aber nicht an meiner Motivauswahl. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind halt Tattoos, die sehen vielleicht ein bisschen nicht mehr so schön aus. Zum Beispiel, wo ich mir mein Cover abmachen lassen habe, das war das Motiv. Deswegen habe ich gesagt, ich bereue jetzt nichts mehr, weil ich habe ja jetzt ein Cover ab. Muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Da hatte ich ja einen Mexican Skull, der war aber auch nicht komplett fertig. Und das war ein Albtraum-Tattoo. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich muss auch sagen, das war eins meiner ersten Tattoos. Also eines der ersten. Und zwar unter den Top 3, glaube ich. Eins der ersten drei war das. Und dann so ein großes, ne? Krass. Ja, auf jeden Fall. Es ging auch über den ganzen, also fast über den ganzen Oberschenkel. Und das war halt nicht nur vom Motiv her, dass es mir nicht gefallen hat. Aber das war auch schon 5 Tage später, hat mir schon das Motiv nicht mehr gefallen. Sondern halt auch die Tätowiererin, die das gestochen hat. Ich sagte ja jetzt natürlich nicht, bei wem ich war. So, das mache ich nicht. Aber es war absolute Scheiße. Das war wirklich, das ist absolut nichts. Und man erkennt auch, finde ich, wenn ich mal die Tattoo-Tour mache, dann seht ihr auch ganz schnell, wer welche Tattoos gestochen hat. Also in my opinion sieht man das direkt. Ich will nur mal den Vergleich zeigen. Ihr seht, wie das jetzt gestochen ist. Das da unten drunter ist das Geburtsjahr von meinen Eltern. Aber ihr seht, wie das gestochen ist, ne? Und nein, Leute, das ist nicht verlaufen. Das sah schon immer so aus. Ich kann euch sehr gerne mal ein Foto einblenden, wo ich es frisch gestochen hatte. Und vom Ding her kann man da nicht viel falsch machen, ne? Aber es ist einfach, also die Art und Weise, wie sie gestochen hat zu dem Zeitpunkt, ich würde auch jetzt nicht sagen, wie es jetzt ist, keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht, weil es ist jetzt auf meinem Körper. Und das ist halt der Punkt, weswegen ich mein Cover-up gemacht habe, weil das war ein Riesentattoo, das habe ich jeden Tag gesehen, ich war maximal unglücklich. Und dann habe ich einen Künstler gefunden und bin einfach, das ist übrigens der Mann von meiner Tätowiererin, und bin übelst glücklich. Der hat aus dem ein Kunstwerk gemacht. Ich kann euch ja mal hier den Vlog einblenden, wo ich mich tätowieren lassen habe und wo ich auch darüber geredet habe und wo ich dann auch vorher-nachher Bilder eingeblendet habe, weil ich will jetzt nicht wieder raussuchen, deswegen guckt euch einfach den Vlog an. Und ja, deswegen, Leute, es ist wichtig, macht euch Gedanken, wo ihr hingeht, was ihr machen wollt. Und ja, ich meine, deswegen finde ich das auch immer so ein bisschen lustig, wenn Leute sagen, Feinlein-Tattoos verlaufen immer. Und das finde ich schwierig, weil ich habe Feinlein-Tattoos seit ungefähr 6 Jahren. Und Leute, eins sieht immer noch schöner aus als das andere. Ihr müsst halt eure Tattoos auch pflegen. Ne? Was soll ich sagen? Ich bin hier kein Profi oder so. Ich bin einfach nur der Anwender. Also ich bin einfach nur Verbraucher, ne? Also Kunde. Ihr müsst Sonnencreme drauf machen, ihr müsst sie eincremen, ne? Es ist halt Haut und Haut ändert sich halt auch mit den Jahren. Aber ich finde es immer so schwierig, wenn Leute sagen, ja, Feinlein-Tattoos sind scheiße, weil sie verlaufen. Es kommt auf den Tätowierer an, ganz klar. Und es kommt auf deine Pflege an und auf deine Haut. Das ist bei jedem anders da. Aber ich sag euch, wie es ist, auch solche Tattoos, die früher so gestochen wurden oder heute auch immer noch, die verlaufen schon, nachdem sie gestochen wurden. Wisst ihr, wie ich meine? Also da weiß ich nicht. So, jetzt haben wir mal kurz einen Tattoo-Talk gehalten in meinem Vlog, Mann.
So, das auf jeden Fall dazu. Ihr habt ja jetzt in der Zeit, wo ich jetzt ein bisschen erzählt habe, habe ich euch ja ein paar Bilder eingeblendet, was so der Plan ist. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall sehr viel geplant und ja, bevor ich jetzt hier weiter sabbel, werde ich mich jetzt erstmal umziehen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, bis wir fahren. Genau, ich ziehe mich jetzt um und dann gehen wir Bookshopping. Ich freue mich sehr. Ich werde mir jetzt das eine Buch holen, was ich schon die ganze Zeit will. Das soll richtig gut sein. Kennst du den? Der hat die Sachen aufgestellt. Was hat er gemacht? Der hat unsere Thesen aufgestellt, die wir so lieben. Ey, der ist echt gut. Allein wieder der Satz. Allein der Satz schon wieder. Der ist wirklich, aber das habe ich nicht gemeint eigentlich, das Buch. Eigentlich das. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. So, ich konnte mich jetzt doch nochmal aufraffen. Zurück von meinem Food-Koma. Leute, es steht ja noch ein Thalia-Haul aus. Ich muss euch doch noch zeigen, was ich gekauft habe. Mensch, ich habe mir hier Stay Hydrated und ein Fun-Getränk habe ich mir auch geholt. Lieben, ich habe noch einen kleinen Book-Haul. Was soll ich sagen? Ich war doch ein bisschen shoppen bei Thalia, habt ihr doch gesehen. Also ich kann euch gleich sagen, da ist kein einziger Roman drin. Ne? Das sind alles solche, wie soll ich sagen, Beziehungen zu dir selbst. Ne? Ist eher so ein bisschen Mindset, ne? Ist ein bisschen sowas fürs Gehirn. Ne? Ist jetzt nicht praktisch so, dass man sagt,
oh, ich lasse mich mal fallen in eine schöne Story oder so, in einen schönen Roman, schön ein bisschen Dark Romance, bisschen Spice. Nee, ist was ganz anderes. Also ich habe insgesamt, schauen wir mal, 6 Bücher und dann noch eine Kleinigkeit. Die hole ich jetzt mal kurz raus, die lege ich mal nebenhin, weil wir machen jetzt erstmal die Books. Leute, ich habe ein bisschen Panik, dass der Vlog schon wieder so lang wird, ne? Ich muss dann auch, nachdem ich euch jetzt die Bücher gezeigt habe, einen Cut hier reinsetzen und muss einen neuen Vlog anfangen, weil ich will ein bisschen planen, ne? Also ich habe hier schon meinen Planner-Container stehen. Deswegen wird mein nächster Vlog wahrscheinlich auch wieder hier anfangen, weil sonst wird der Vlog zu lang. Und so wie ich mich kenne, werde ich jetzt erstmal 5 Stunden labern bei den Büchern, die ich euch jetzt zeige. Also, das erste Buch, was mit durfte. Leute, ganz klar, ey, das ist wirklich schon so ultra lang auf meiner Liste. Und da habe ich schon sehr viel Gutes von gehört. Meine Schwester hat das auch schon. Und ich meine auch, sie hat es schon gelesen. Sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie es sehr gut findet. 101 Essay That Will Change the Way You Think von Brianna Wiest. Das Buch gibt es natürlich auch in Deutsch. Ich wollte es mir aber in Englisch holen. Ich hatte das Deutsche und das Englische in der Hand. Aber ich habe mich für das entschieden, weil ich wusste von Anfang an, wenn ich mir das Buch hole und dann auf jeden Fall in Englisch. Ich bin sehr gespannt, ob das stimmt, was hier drauf steht. Ich berichte euch auf jeden Fall. Ist halt auch total ästhetisch, ne? Richtig schön. Ich muss euch sagen, alle meine Bücher gehen jetzt so in die Richtung. Falls ihr das nicht wisst, ich lese solche Bücher sehr, sehr gerne, die einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Na, ich bin ja sowieso so Overthinker-mäßig und so schon ein bisschen deep. Ich lebe wirklich für solche Bücher. Ich finde das richtig cool und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Falls ihr das schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich bin gespannt. Das wird jetzt das nächste sein, was ich anfange, beziehungsweise immer mal so ein bisschen vorm Schlafen gehen. Ich werde mir das an mein Bett legen und werde jeden Tag so 1, 2 Kapitel abends lesen. Ich möchte nämlich nicht, dass es zu Ende ist und deswegen werde ich es mir ein bisschen aufteilen. Und ich berichte euch. Also das ist auf jeden Fall das Erste. Das hat gekostet, ja, $15,99. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viel Euro es gekostet hat. Hier hinten steht Dollar drauf. Als nächstes habe ich von Napoleon Hill Think and Grow Rich geholt. Das Buch hatte ich einem sehr, sehr guten Freund zum Geburtstag geschenkt. Und als ich das verschenkt habe, habe ich ja logischerweise auch hinten so ein bisschen gelesen. Da dachte ich mir so, Mensch, das ist eigentlich auch was für mich. Das ist auf jeden Fall die deutsche Ausgabe. Also das habe ich mir jetzt in Deutsch geholt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Buch ist. Hier geht es auf jeden Fall darum, dass dieser Napoleon Hill in einem Zeitraum von 20 Jahren über 500 Millionäre interviewt hat. Im Großen und Ganzen so um persönlichen Erfolg und über Finanzen, ne? Und wie man in 13 Schritten sein Leben verändern soll. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch so in dieser Bubble, was TikTok angeht. Also mit solchen Büchern, die so ein bisschen deeper sind, sage ich mal. Und auch sich um andere Dinge so ein bisschen beschäftigen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe wirklich eine so lange Liste, was solche Bücher angeht. Und deswegen habe ich mir das jetzt geholt. Das hat 14,99 € gekostet und ich bin sehr gespannt. Dann habe ich mir ein Buch gekauft. Das habe ich aber tatsächlich nicht beim Thalia gekauft. Ich habe es jetzt aber mit in die Tüte getan, weil das zur gleichen Zeit ankam am Wochenende, wie wo ich beim Thalia jetzt einkaufen war. Deswegen habe ich es einfach dazu getan. Ich habe mir das nämlich auf Vinted bestellt, gebraucht. Man sieht gar nicht, dass es gebraucht ist. Also es sieht aus wie neu. Und zwar Sterne gucken für Dummies. Leute, ihr wisst, ne, ich bin absolut into Astronomie und Astrologie. Ich finde das mega interessant. Sag ich ganz ehrlich, wenn ich noch mal was studieren wollen würde, dann wäre es Astronomie. Ich finde das sowas von übertrieben interessant und beschäftigt mich damit privat ja auch. Ich habe nämlich jetzt hier auch auf meinem Stapel auch das Buch Astronomie für Dummies. Das habe ich schon fast durchgelesen. Das ist auch ein sehr gutes Buch. Ich finde generell die Reihen von für Dummies finde ich richtig cool. Ich finde die auch so einfach und leicht verständlich geschrieben. Und das ist so, finde ich, ein guter Einstieg in diese ganze Materie. Ich werde mir jetzt als nächstes, also wenn ich das jetzt fertig habe, dann kommt das hier dran. Aber ich werde mir passend dazu dann noch Quantenphysik holen. Einfach, um mal so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, was so ein Astronomiestudium angeht. Also wie gesagt, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so, dass ich jetzt sagen würde, nee, ich würde jetzt nochmal ein Studium machen. Ich bin eher so auf die Nische. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ob ihr das schon mal gehört habt. So ein bisschen Art Selbststudium. Das ist praktisch, ja, dass man sich die Sachen im eigenen Tempo
selbst aneignet, ohne irgendwie jetzt daraus Profit zu schlagen oder halt dadurch dann mit einem Abschluss hervorzugehen, sondern einfach, weil es einen interessiert. Und ich finde sowas mega cool. Und deswegen werde ich mir jetzt nach und nach immer mehr Books und Lernmaterial und sowas holen, damit ich mich da mal ein bisschen belesen kann. Einfach, weil es mich interessiert und weil ich generell dieses ganze Thema so fasziniert. Ja, deswegen, das durfte neu einziehen. Das hatte ich schon. Da bin ich auch bald durch. Also da habe ich nicht mehr viel. Also wenn euch sowas interessiert, kann ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, das ist sehr schön und sehr einfach geschrieben. Und man sieht einfach mal, wie komplex das alles ist. Für mich persönlich, ich meine, ich kenne den Studiengang jetzt selber nicht, weil wie gesagt, ich studiere das ja nicht, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein sehr interessanter Studiengang ist. Ich meine, man muss dafür sowieso entweder ein Mathestudium oder ein Physikstudium haben, um darauf aufzubauen. Deswegen, das ist nicht ein eigener Studiengang, jedenfalls nicht in Deutschland, weil ich habe mich da mal so ein bisschen erkundigt. Und da braucht man ein Mathe- oder ein Physikstudium als Grundstudium, und um dann daraufhin Astronomie als Bereich dann einfach zu wählen. So, das ist eher so ein bisschen Sachbuch. Und jetzt habe ich noch zwei Bücher. Also eigentlich die nächsten drei Sachen sind alle von derselben Autorin. Und ich weiß nicht, ob euch diese Reihe überhaupt irgendwas sagt. Ich muss sagen, ich kenne die Bücher oder beziehungsweise habe von diesen Büchern erst dann gehört, als ich so ein bisschen deeper in dieser Materie mit Manifestieren und sowas war und ein bisschen Mindset-mäßig. Da habe ich sehr oft auf TikTok, auf YouTube diese Bücher gesehen, habe sie mir aber irgendwie nie gekauft, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, da ist man halt dann auch schon irgendwie ein bisschen nach dem Äußeren gegangen, weil ich mir so dachte, nee, also irgendwie glaube ich nicht, dass das was für mich ist. Don't judge a book by his cover, sag ich da nur, weil ich war total auf der falschen Fährte. Ihr wisst ja, ich habe jetzt am Wochenende, also wir haben jetzt heute Dienstag und ich war am Samstag. War ich im Tal, ja. Und Leute, ich habe fast das ganze Buch schon durch. Und ich habe mir gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen, weil ich mich jetzt kurzzeitig dazu entschlossen habe, da drin zu markieren, ne? Weil das ist wirklich crazy. Also falls euch sowas interessiert, dann kann ich euch wirklich dieses Buch sehr ans Herz legen. Das ist einfach crazy. Also das ist, man muss schon offen dafür sein und man, was heißt believen? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so wie so eine Religion oder so. Wie soll ich das sagen? Das ist halt einfach eine Einstellung. Wisst ihr, wie ich meine? Ich rede von dem Buch The Secret, das Geheimnis. Leute, ich sag's euch, ne? Ich bin schon so oft an diesem Buch vorbeigegangen. Ich habe das Buch schon so oft gesehen. Beim Thalia, auf Amazon, überall, wo man Bücher sieht, ist mir das schon mal über den Weg gelaufen. Und ich habe immer gedacht, das wär so ein bisschen mystisch. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich wusste schon immer, dass das jetzt nicht irgendwie ein Roman ist oder so. Aber ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wenn ich jedes Mal dieses Buch gesehen habe. Und ich habe nie wirklich gelesen, was da hinten drauf steht, ne? Und ich habe mich nie damit befasst, was dieses Buch eigentlich beinhaltet. Und Leute, das ist wirklich so gut. Also wie gesagt, man muss offen für sowas sein. Auf jeden Fall geht es um The Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung. Also Leute, es ist so, eine Manifestation ist ja so ein Ding. Also ich muss sagen, ich will jetzt, das ist schwierig, weil ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da 100% into. Also wenn man jetzt so Stories hört von wegen, ja, ich habe $50.000 manifestiert oder sag mir das und auf einmal kam das, ja, Leute, also, ne, also bleiben wir mal realistisch so. Ich rede halt von so Kleinigkeiten. Also für mich jetzt persönlich, das kann ja jeder anders da machen, aber für mich sind das so die Kleinigkeiten, so die Einstellungssache. Also wenn ihr die ganze Zeit, sage ich mal, euch über irgendwas aufregt oder die ganze Zeit durch die Welt geht mit einem negativen Mindset oder mit einer negativen Einstellung, und dann zieht ihr auch so negative Sachen halt einfach an. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn man offen dafür ist, regt es sehr zum Nachdenken an. Und ich finde auch, dass es einem so ein bisschen, bin ich ehrlich, eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern schon sehr einen Push gibt. Also ich liebe solche Bücher. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe das so verschlungen. Ich habe jetzt noch ein paar Seiten und ich habe mich auf jeden Fall dazu entschlossen, dass ich es nochmal komplett von vorne lese. Also so richtig so into gehen und einfach markieren und meine eigenen Notizen da reinmachen. Das ist genauso wie der Spruch, zeig mir deine Freunde, ich zeig dir, wer du bist. Das sind halt so Dinger, wenn du Freunde oder Menschen in deinem Umfeld hast, die, ich sag jetzt mal, einen runterziehen oder
pessimistisch sind und dann ist man automatisch mit solchen Sachen umgeben und Unglückliche ziehen Unglückliche an. Ich finde, also ich denke mal für so Menschen, die vielleicht auch gerade eine schwere Zeit haben oder die durch irgendein Dark Place gerade gehen, vielleicht, also ich finde, dass das dafür vielleicht auch ganz passend ist, weil es einen schon, wie gesagt, ich finde, es gibt einem so ein bisschen einen Push und es lässt einen halt so ein bisschen anders denken. Das ist ja also so dieses ganze Manifestieren. Wie gesagt, es gibt von allem immer Extreme. Wisst ihr, wie ich meine? Und bei mir ist das so in Grenzen. Es sind so Kleinigkeiten, an die ich einfach glaube. Weil wenn du schon morgens aufstehst und hast keinen Bock und bist nur am Rummeckern und dann wird der Tag halt auch scheiße, ne? Ich habe das halt gemerkt, weil wenn man so ein bisschen reflektiert und dann weiß man halt einfach, wenn man morgens schon aufsteht und hat schon keine Lust und meckert nur rum und dann wird es halt auch nicht besser, ne? Und wenn man aber morgens aufsteht und hat gute Laune und hat halt ein anderes Mindset und dann zieht man halt auch solche positiven Situationen an. Und ich finde, dafür ist das Buch sehr gut. Ich kann es euch empfehlen. Ich habe mir einmal das hier geholt. Wie gesagt, ich habe es 3 Tage und bin verliebt. Und davon habe ich selbst noch gar nichts gehört. Also das stand noch nicht mal tatsächlich auf meiner Liste. Ich habe das aber gesehen, weil es nebendran stand. Ist von derselben Autorin. Liebe, Gesundheit und Geld. Die Masterclass. Ist wie gesagt von genau derselben Autorin. Persönliches Glück, erfüllende Beziehung, Vitalität, Reichtum und Erfolg. Dieses Buch veranschaulicht Ihnen mit Ratschlägen und Geschichten von Menschen, die The Secret genutzt haben, wie es gelingen kann, sich große Wünsche zu erfüllen. Also das hört sich immer so ein bisschen, ich finde, dieser Buchrücken hört sich so ein bisschen utopisch an. Delusional, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein bisschen, ja, ich wünsche mir einen Tesla und morgen habe ich einen da stehen. Ja Leute, so läuft es halt nicht. Es geht, denke ich mal, viel mehr darum, dass wir ja dafür verantwortlich sind, was wir aus unserem Leben machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr trefft ja jede einzelne Entscheidung selbst. Ich kann das jetzt nur auf mich beziehen. Mensch, das wird ja schon wieder total der Deep Talk, was das angeht. Ne? Ich wollte eigentlich einen Thalia-Hall machen. Ich kann das jetzt, wie gesagt, nur auf mich beziehen und ich sag mal so, ich habe zum Beispiel meine Schule gemacht, dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, weil ich ja den Weg eingeschlagen bin, um zu sagen, nee, ich mache jetzt weiter, weil ich bin noch nicht da angekommen, wo ich sein will. Ich möchte beispielsweise im Büro irgendwann arbeiten und habe im Einzelhandel vorher gearbeitet. Ich habe dann die Entscheidung für mich getroffen, wie ich mein Leben lenke. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe praktisch die Signale rausgesendet und jeden Tag daran geglaubt, dass ich zum Beispiel mein Fachabi auf der Abendschule packen werde. Und das ist halt alles eine Sache der Einstellung und wie man an Dinge rangeht. Und wenn man halt direkt schon an alles so ein bisschen negativ ist, wie zum Beispiel, wenn man sich die ganze Zeit sagt, ich falle durch die Prüfung, ich werde es nicht schaffen, so, dann ist dieses Mindset halt schon so zum Scheitern verurteilt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ihr einfach nicht beliebt. Ich finde so, manche Sachen, was mit Manifestieren zu tun hat, ist ein bisschen übertrieben, aber dann denke ich mir wieder so, warum nicht? Ne? Warum nicht? Also glaub einfach an dich selbst, ne? Glück findet mich auf jeden Fall. Glaub einfach an dich selbst, mach genau das, was dich glücklich macht und belief jeden Tag an dich. Was Besseres gibt's nicht. Leute, das ist das Allerwichtigste. Ja, so schließt sich der Kreis, ne? Das ist einfach belieben. Naja, auf jeden Fall, kurz mal zurück zum Thema. Die 2 Bücher habe ich auf jeden Fall gekauft. Das hat 18 Euro gekostet und das hat 20 Euro gekostet. Das ist ein Taschenbuch und das ist ein gebundenes Buch. Und dann habe ich auch nebendran liegen sehen, auch von The Secret, einmal solche Manifestationskarten. Und ich finde die so, so schön. Also ich zeige die euch jetzt gleich mal. Ich mache die mit euch auf und dann zeige ich die euch gleich mal in einem Close-up. Ich habe mir jetzt angewöhnt, also das mache ich jetzt seitdem ich die habe, ziehe ich jeden Morgen eine Karte. Das mache ich ja auch manchmal mit meinen Tarotkarten. Das mache ich aber mittlerweile nicht mehr jeden Tag, sondern so einmal die Woche ungefähr, dass ich mir eine Tarotkarte ziehe. Aber mit den Manifestationskarten, das finde ich richtig cool, weil das mache ich jeden Morgen, nachdem ich dann im Bad war und dann ziehe ich mir eine schöne Karte und dann starte ich sehr gut in den Tag. Ich zeige euch die mal. Also auf jeden Fall ist es so ein kleines Kästchen und da ist eine kleine Broschüre drin, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Genau, die ist nicht dick, das ist so eine ganz kleine Broschüre. Da stehen auch mega, alleine diese Mini-Broschüre reicht eigentlich schon, wenn man die liest, ne? Also das war auch das, was ich meiner Schwester im Auto vorgelesen habe. Ich lese euch mal einen ganz kurzen Teil davon vor.
Du kreierst jeden Augenblick deines Lebens und deiner Erfahrung. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, wie viel Geld du besitzt oder nicht besitzt, wie gut deine Beziehungen sind, wie es um deine Gesundheit bestellt ist, wie glücklich du bist. All das ist das Ergebnis der Gedanken, die du denkst oder in der Vergangenheit gedacht hast. Du erschaffst dein Leben mit deinen Gedanken. Das ist das, was ich gemeint habe, zum Beispiel mit einem Thema jetzt auf mich bezogen mit der Schule. Der Ursprung muss ja irgendwo angefangen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also es muss ja irgendwo, muss ja im Kern des Gedankens gewesen sein, ich möchte was machen. Ich muss was machen, ich will was machen, ich werde es schaffen. Auf jeden Fall haben wir hier diese Karten. Leute, wie schön sind die denn bitte? Wir sind hier an der Seite vergoldet. Eigentlich bin ich ja nicht so das Gold Girl, aber ich finde die richtig schön gemacht. Die sind auch richtig groß, ne? Seht ihr das? Richtig schön aus. Die sehen sehr, sehr hochwertig aus. Das sind auf jeden Fall 65 Karten. Ich finde, die sind richtig schön. Die sind auch voll groß. Also wenn ihr meine Hand seht, das sind richtig große Karten. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Und wie gesagt, ich ziehe da jeden Tag eine. Und da stehen wirklich sehr, sehr schöne Sachen drauf. Die einen halt auch mal so ein bisschen ermutigen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht seid ihr wirklich gerade in so einer Phase, wo ihr, keine Ahnung, so einen Durchhänger habt. Weil das ermutigt einen irgendwie dann wieder. Oder generell, wenn euer Mindset auch schon so stark ist, dass ihr das gar nicht braucht, gefühlt. Warum nicht? Pusht euch doch ein bisschen, Mensch. Let's go. Also ich bin für sowas total zu haben. Ihr wisst ja auch, ich mache ja auch Tarotkarten und sowas. Ich bin da total into. Auch mit Astrologie und so. Und deswegen, ja, das Gesetz der Anziehung ist genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. It is what it is, Leute. Könnt ihr glauben oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ihr wisst ja, dass ich so eine kleine Deep Talk Maus bin und dass ich halt auch solche Sachen sehr gerne mag, wo man einfach mal ein bisschen reflektiert und ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, einfach mal so ein bisschen an sich vielleicht auch wechsle. Habe ich jetzt die Büchse der Pandora geöffnet und habe mir gleich mal ein kleines Set davon bestellt. Und nein, es ist keine Werbung. Ich bin einfach selbst davon überzeugt. Und ich bin auch gespannt auf das andere Buch. Und wie gesagt, ich werde jetzt anfangen, in dem Buch auf jeden Fall zu markieren. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil das ist auch mega schnell gelesen. Ja, Lieben, das auf jeden Fall mal zu dem Thema. Das war auf jeden Fall mein kleiner Thalia-Haul. Dieses Mal sind es eher so Geld und Wirtschaft, bisschen Thinking, bisschen Mindset. Und ich finde immer, wenn man solche Bücher liest, bringen mich irgendwie weiter. Also die bringen mich nicht nur weiter von dem Wissensstand her, sondern irgendwie auch so die Personality. Also die bringen mich persönlich weiter. Ich habe schon so viele Bücher in meinem Leben gelesen, die irgendwie meinen Charakter geformt haben. Wisst ihr, wie ich meine? Das werde ich jetzt auch gleich hier einräumen. Außer meinem Buch, das ich jetzt aktuell lese. Und dann werde ich mal ein bisschen anfangen zu planen. Ich muss noch meinen Wochenplan machen, muss noch meine To-Do-Liste abhaken. Aber das machen wir jetzt alles im nächsten Vlog. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Ich freue mich schon sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, dass dieser Vlog jetzt nicht so lange wurde. Ich hoffe, dass ich nicht wieder über eine Stunde bin, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann ist es halt so, ne? Ich wünsche euch jetzt bis dahin noch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing.